So, da geht's weiter bei Assassin's Creed Brotherhood in einem der letzten Teile. Ich kann nicht genau sagen, ob es eins oder zwei werden, aber sowas um den Dreh. Und ja, wir werden mal sehen, ob das Passwort jetzt funktioniert, wenn wir es überhaupt hier schon eingeben müssen. Ach, wir müssen dann oben, stimmt ja. Nee, dieses Passwort müssen wir jetzt nämlich aktivieren, sagen, tun und so. Glaubst du, es versteht Deutsch? Sag's einfach. Okay. 72. Nach dir. Tja, das scheint gewirkt zu haben. Und der Gang sieht so ein bisschen aus wie der aus vom Ende von Assassin's Creed 2. Nur was wird uns hier diesmal erwarten? Vielleicht ist es ja wirklich diesmal Gott. Das müsst ihr euch ansehen. Das ist erstaunlich. Wow. Der Apfel ist wohl in der Mitte. Finden wir raus, wo diese Tempel sind. Tja, da liegt er, der Apfel. Das letzte Mal berührt worden von Ezio. Auch irgendwie geil, wenn man sich das überlegt. Der liegt schon seit Ewigkeiten hier. Und wird jetzt erst wieder das erste Mal von Desmond berührt, seinem Ezios Nachfahren. Und das hier unten müssen wir aktivieren und ich tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber das, was jetzt kommt, ist auch einer kurz vorm Ende, was ich auch nicht verstehe, warum die Entwickler das machen, mit einer der nervigsten Stellen, die es gibt im Spiel. Aber vielleicht kriege ich es ja hin. Wenn du alle betätigst, leitest du vielleicht Strom zur zentralen Plattform. Genau, und das müssen wir machen. Oder du verwandelst den Raum in eine Untertasse, die mit uns allen... 100 Jahre könnte ich sprechen, und ihr würdet uns nicht kennen. Und ja, tut mir leid, ich muss jetzt mal kurz dazwischen labern. Und wie ihr seht, da bauen sich immer neue Sachen auf und wir müssen die auf Zeit, müssen wir dann so Schalter aktivieren. Da sie sich sonst wieder einfahren. Und am Anfang ist Desmond hier andauernd falsch gesprungen. Vielleicht wird es jetzt auch wieder passieren, aber ich will es nicht beschwören. Und jetzt halte ich erstmal die Klappe, damit die Göttin ein bisschen reden kann. Danach, als es um die Welt geschehen war, wollten wir es durch das Blut weitergeben. Euch so an uns binden. Ihr seht den blauen Schimmer, ihr hört die Worte, aber ihr wisst nicht. Ja, genau diese Stelle. Da bin ich nämlich auch verzweifelt. Weil da war ich jetzt wieder zu langsam. Warum war ich da zu langsam? Ich hing an dem blöden... Das meine ich. Wie können die Entwickler, ja, wie können die wirklich so dumm sein und sowas noch kurz vorm Ende einbauen, dass man sich dann als Spieler, zumindest ich, mich da noch so aufrege und genervt bin, dass ich das Ende gar nicht mehr richtig genießen kann. Aber okay, ich versuche mich in Maß zu halten, damit ihr nicht auch noch genervt seid von meiner Rumnerverei. Dann könnt ihr das Ende wenigstens genießen, weil ihr müsst es ja nicht spielen. Habt ihr ein Glück? Ich schon. Und weiter. Ach gut, es hat geklappt. Gut, damit sichern wir dann nämlich immer die wir jetzt gerade aufgebaut haben. Die sich dann halt wieder einfahren, wenn wir zu langsam sind. Okay. Und da die Kamera spackt aber echt manchmal rum. Irgendjemand hat auch mal unter den Kommentaren geschrieben, in einem der früheren Teile, dass die Kamera wirklich nervig ist in Assassin's Creed, da sie immer versucht, das Geschehen richtig einzufangen, es aber nie schafft. Oh, und habt ihr das jetzt gesehen? Ich hing gerade dran. Hast du das auch gehört? Okay, geht's nicht mehr hoch. Tut mir leid, ich muss gerade wieder zwischenreden, weil es ist wirklich nervig. Du sollst da hochgehen, Ezio. Ach, jetzt sag ich schon Ezio. Ja, weil du genauso scheiße kletterst wie Ezio. Deswegen verwechsel ich euch manchmal. Okay, dann nochmal. Weißt du, hätten die wenigstens dieses Zeitfeature da weggenommen, dass man das nicht auf Zeit machen muss. Dann hätte ich überhaupt nichts dagegen gehabt, weil an sich ist es ja eine coole Idee. Aber so frage ich mich echt, was manchmal in den Köpfen von der Entwickler abgeht, ey. Was denkt man sich bei dem Erstellen einer solchen Szene? So, das Spiel ist jetzt fast zu Ende. Fucken wir den Spieler doch nochmal richtig ab. Da hat er ja noch nicht genug im Spiel.
weil ja bei uns alles so perfekt funktioniert. Nicht. Wie zum Beispiel die Kamera. Aber gut. Ja, und sowas hier. Das hat er nämlich auch andauernd gemacht, der Desmond. Weil die Kamera jetzt wieder gerade versucht hat, das wieder richtig einzufangen. Natürlich vollkommen versagt hat dabei und deswegen Desmond mal wieder total schräg abgesprungen ist. Ja, so wie es aussieht, wird das, wenn das so weitergeht, mehrere Teile dauern, bis ich es endlich geschafft habe. Weil wenn man die Kamera nämlich erstmal wieder richtig dreht, ist man wieder zu langsam. Wenn man einfach weiter durchspringt, springt er schief, weil die Kamera dann wieder irgendwo anders hingerichtet ist. Weil die Kamera ist in dem Spiel nämlich die halbe Steuerung. Leider Gottes. Leider Gottes. Wortwitz. Könnte Desmond die Göttinnen ja auch mal fragen, ob die daran was ändern können an der Steuerung. Kamera mal ein bisschen besser machen. Am besten so eine zentrale Kamera im Raum, die sich von alleine dann umstellt. Genauso war... Ey, ich häng doch dran, jetzt verarsch mich doch nicht. Das hat schon wieder nicht gezählt. Oh! Ich hing doch dran. Komm, ich war jetzt auch nicht zu langsam, jetzt verarsch mich nicht. Das haben die jetzt nur gemacht, um mich nochmal zu ärgern. Wie kann man sich sowas noch am Ende erlauben? Ist mir ehrlich, das machen auch nur die Entwickler von Assassin's Creed. Nur um mich zu ärgern. Und die Spieler. Also uns. Ach Leute, es tut mir leid, aber es ist nun mal ziemlich dämlich.